Seid gegrüßt, liebe Modellbahnfreunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute endlich mal wieder mit einem Produktreview und zwar mit der absoluten Top-Neuheit von Märklin im H0-Segment im Jahr 2023, dem SBB Giruno. In diesem Video schauen wir uns die Tops und Flops des Modells an und ja, eins sei schon mal vorweg gesagt, trotz des extrem hohen Preises von 839 Euro gibt es leider nicht nur positive Punkte, sondern insbesondere auch ein Punkt, der mich extrem gestört hat und immer noch etwas ärgert. Lasst uns loslegen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, zu Beginn möchte ich euch noch mal ganz kurz etwas zum Preis sagen und ein paar Fakten zum Modell nennen. Und zwar haben wir hier das Grundset des SBB Giruno mit 5 Wagen mit der Artikelnummer 39810, welches sage und schreibe 839 Euro kostet. Ja, ihr habt richtig gehört, für die 839 Euro erhalten wir nicht den kompletten Zug, sondern nur eine fünfteilige Grundeinheit. In echt fährt der SBB Giruno elfteilig und da wird es zusätzlich 3 Ergänzungswagensets von Märklin geben, die in den nächsten Monaten auf den Markt kommen sollen. Jedes Ergänzungswagenset wird 2 Wagen beinhalten und jeweils 289 Euro kosten. Das heißt, für den kompletten Zug wird man ziemlich genau 1700 Euro hinlegen müssen. 1700 Euro für einen Zug im Maßstab H0. Also das ist ja selbst für Modellbahnverhältnisse einfach extrem viel Geld. Und bei so einem Preisniveau muss dann einfach auch qualitativ alles stimmen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, ob das Modell hier den hohen Preis wirklich rechtfertigen kann. Lasst uns loslegen. Ja, schön ist zunächst, dass der Zug nicht wie üblicherweise bei Märklin verkürzt ist, sondern im realen Maßstab 1:87 dargestellt ist. Die Länge der Grundgarnitur beträgt 112 cm, also je Wagen etwa 22,5 cm. Zwei weitere gute Informationen sind, dass der Zug erstens auch im engen Radius R1 fahren kann und zweitens 4 angetriebene Achsen besitzt, wo jeweils alle Räder mit Haftreifen versehen sind. So, ich habe das Modell jetzt mal ausgepackt und bin direkt leider etwas ernüchtert. Und zwar ist mir beim Auspacken hier direkt der lange Kratzer an der Front ins Auge gesprungen. Also da bin ich jetzt leider doch etwas sprachlos, wie ein Modell, welches über 800 Euro kostet, mit so einem optischen Fehler ausgeliefert werden kann. Ich meine, wenn der Kratzer an irgendeinem Mittelwagen gewesen wäre, wäre es nicht ganz so schlimm. Aber die Front der Endwagen ist ja mit der wichtigste Bereich eines Modells und dann kriegt man hier so einen 2-3 cm langen und tiefen Kratzer ausgeliefert. Zudem ist hier im Scheinwerfer auch noch so eine Farbnase zu sehen. Nicht wirklich schön, aber in meinen Augen nicht ganz so tragisch. Ja, aber der lange Kratzer vorne an der Front bei so einem teuren Modell ärgert mich dann doch schon sehr. Ja, jetzt können manche von euch vielleicht sagen, sei doch nicht so pingelig, sei doch nicht so kleinlich. Aber ich sage euch ganz ehrlich, für mich sind die 839 Euro für ein H0-Modell schon sehr viel Geld. Und bei diesem Premium-Preis muss in meinen Augen dann einfach alles stimmen. Ich meine, wenn ich mir zum Beispiel ein neues Handy oder einen neuen Fernseher kaufe, möchte ich bei einem neuen Produkt ja auch nicht direkt einen Kratzer auf dem Display haben. Es ist ja völlig normal, dass innerhalb eines Produktionsprozesses so etwas passieren kann. Überhaupt kein Problem. Aber bevor so ein hochpreisiges Modell verpackt und an den Kunden geht, sollte in meinen Augen darauf geachtet werden, dass die Lackierung einwandfrei ist und im Notfall das Gehäuse einfach getauscht werden. Ja, und hier bei dem anderen Endwagen zeigt Märklin ja, dass die Lackierung sauber geht. Hier ist der Lack wirklich einwandfrei. Auch ansonsten im Wagenverbund sieht der Druck sehr, sehr gut aus. Auch die Stromabnehmer wirken hier sehr filigran und die Details am Dachgarten sind auch sehr schön dargestellt. Das gefällt mir zum Beispiel deutlich besser als beim ICE4 von Märklin. Das Dach wirkt einfach sehr interessant mit den unterschiedlichen Farben und auch hier diesen Trittverbotsschildern. Also das ist wirklich super gelungen. So, ich habe das Modell jetzt mal aufgegleist und ja, ich muss sagen, das sieht schon richtig toll aus. Klar, noch etwas kurz, aber die Ergänzungswagen kommen ja noch. Was mir auf den ersten Blick auf jeden Fall schon mal richtig gut gefällt, sind hier die seitlichen beleuchteten Displays mit den Zielbahnhöfen. Einfach genial. Das ist ein richtig schönes Detail, richtig sinnvolles Detail, was den Zug auch optisch nochmal extrem aufwertet. Solche beleuchteten Displays würde ich mir auf jeden Fall auch gerne bei anderen Modellen wünschen. Also insgesamt muss ich sagen, auf den ersten Blick hat Märklin hier optisch sehr viel richtig gemacht bei dem Modell. Aber wie gesagt, der Kratzer stört mich einfach noch extrem und in meinen Augen darf das bei so einem teuren Modell in der Preisregion einfach nicht sein. Was mir ansonsten positiv auffällt, ist das sehr hohe Gewicht des Modells, nicht nur bei den Motorwagen, sondern auch bei den Endwagen, in denen keine Antriebstechnik verbaut ist. Und hier sehen wir auch den Grund dafür,
Es wurden ziemlich große Gewichte in den Endwagen verbaut und wenn ihr euch erinnert, sind das auch genau die Stellen, an denen ich beim ICE 3 Railbow ebenfalls Gewichte nachträglich selbst verbaut hatte, damit es keine Entgleisung gibt. Hier hat Märklin also wirklich aus den Fehlern beim ICE 3 Railbow gelernt. Das gefällt mir richtig gut. Und auch der Kupplungsbereich bei den Wagenübergängen ist teilweise aus Metall gefertigt, was natürlich auch zu einem höheren Gewicht und stabileren Fahrverhalten führt. Noch kurz ein paar Worte zum Antrieb und der Zugkraft. Der Motor ist hier in dem Restaurantwagen untergebracht und es sind jeweils die vier Achsen des Restaurantwagens angetrieben und auf jedem Rad der vier Achsen befinden sich Haftreifen. Wir haben also 8 Räder mit Haftreifen hier auf dem Motorwagen. Ich habe nochmal geschaut, beim ICE 4, der ein ähnliches oder das gleiche Antriebskonzept besitzt, sind nur 4 Räder mit Haftreifen bestückt. Also das sind schon mal sehr gute Voraussetzungen für eine hohe Zugkraft, die das Modell natürlich auch braucht, wenn es 11-teilig über die Anlage fahren soll. Eine finale Aussage zur Zugkraft wird man dann aber auch erst treffen können, wenn wirklich alle Ergänzungswagensets rausgekommen sind, denn für den 11-teiligen Zug muss der Motor ja schließlich ausgelegt sein. Die 5-teilige Grundeinheit darf einfach keine Probleme machen hinsichtlich der Zugkraft, ist aber auch keine Referenz, um die Zugkraft jetzt beurteilen zu können. Ein weiterer Punkt, der mir bei den ersten Fahrten des SBB Giroun auf meiner Anlage direkt aufgefallen ist, sind die Wagenübergänge. Was man auf diesen Aufnahmen hier auch nochmal sehr schön sehen kann, ist, dass die Wagenübergänge vollständig geschlossen sind. Das sieht einfach klasse aus und lässt den Zug auch in den engeren Radien einfach gut aussehen. Beim ICE 4 sind die Wagen natürlich nochmal deutlich länger, aber dort gibt es auch keine geschlossenen Wagenübergänge und selbst im Radius R5 sieht das einfach nicht wirklich schön aus, wenn der ICE 4 da durchrauscht. Wohingegen hier beim Giruno das auch in engen Radien einfach genial aussieht. Ein weiteres Feature des SBB Giruno sind die motorisierten Stromabnehmer. Ich habe von einigen Modellbannern gehört, dass bei deren Giruno-Modellen die Stromabnehmer nicht mehr komplett automatisch zurückfahren. Bei meinem Modell funktioniert es jedoch einwandfrei und es sieht auch wirklich richtig gut aus. Also hier in den Aufnahmen könnt ihr das nochmal richtig schön sehen. Das funktioniert klasse bei beiden Stromabnehmern auf dem Modell. Die fahren sehr schön hoch und gehen auch vollständig wieder automatisch zurück. Ich frage mich allerdings, wie oft ich dieses Feature wirklich nutzen werde. Ja klar, so ist es mal ganz schön, sich das mal anzuschauen. Aber in der Modellbahnpraxis, in Anführungszeichen, denke ich, werde ich hier dieses extra wirklich selten nutzen. Da finde ich Features wie die beleuchteten seitlichen Displays insgesamt einfach deutlich sinnvoller, weil diese immer sichtbar sind, wenn der Zug steht oder mal anhält und der Zug sich dadurch einfach nochmal deutlich von anderen Modellen abhebt. Ja, nach den ersten Betriebsstunden möchte ich euch jetzt nochmal ein paar Worte zu den Fahreigenschaften sagen. Und zwar ist mir besonders positiv aufgefallen, dass das Anfahrverhalten sehr gut ist. Ich habe mehrere Modelle von Märklin bei mir in der Sammlung, wo das Anfahrverhalten sehr ruckartig ist. Bei dem Giruno dagegen ist es sehr sanft. Das hat mich äußerst positiv überrascht. Und ja, ich hoffe einfach, dass in zukünftigen Modellen ein ähnliches Anfahrverhalten auch gegeben sein wird. Zudem ist das Fahrverhalten sehr sicher. Ich hatte jetzt keine Entgleisung auf meiner Strecke. Ich denke, das hohe Gewicht trägt einfach dazu bei, dass das Modell sehr sicher fährt und auch nicht anfängt zu schaukeln. Es gibt ja doch einige Modelle, auch von anderen Herstellern, die bei der normalen Fahrt auch schon schwanken oder hin und her wackeln. Das macht der Giruno überhaupt nicht. Das sieht hier einfach richtig souverän, richtig gut aus. Nochmal ganz kurz ein paar Worte zum Thema Zugkraft. Bei der 5-teiligen Grundeinheit war die Zugkraft jetzt überhaupt kein Problem. Der Motor ist bei Steigung auch nicht laut geworden, musste sich also nicht wirklich anstrengen. Aber ist ja auch klar, bei der 5-teiligen Einheit darf das Thema Zugkraft einfach kein Problem sein. Spannend wird es natürlich, wenn der Zug 11-teilig unterwegs ist. Sobald die Ergänzungswagen rauskommen, werde ich da auf jeden Fall nochmal ein Update nachschießen, um euch mitzuteilen, ob die Zugkraft wirklich dann weiterhin so gut ist. Ja, kommen wir zum Thema Sound. Für mich vielleicht eine der größten Überraschungen. Und zwar gefällt mir der Sound beim Fahren richtig, richtig gut. Im Vergleich zu anderen Hochgeschwindigkeitszügen, wie zum Beispiel dem ICE 4 oder auch dem Giruno von Pico, ist der Sound hier sehr tief und schön bassig. Das gefällt mir richtig gut und man kann sich den Sound sehr gut während der Fahrt anhören. Also ich sage euch ganz ehrlich, den Sound vom ICE 4 oder vom Giruno vom Pico, den kann ich mir überhaupt nicht lange anhören, weil er einfach so schrill ist und es ist für mich einfach sehr unangenehm. Wohingegen hier, wie gesagt, beim Giruno mir der Sound während der Fahrt sehr gut gefällt, weil er einfach schön tief und schön bassig ist. Ob das der Sound vom
Vorbild ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe in echt noch nie einen Girono neben mir fahren oder starten, bremsen hören. Aber für Modellbahnverhältnisse ist der Sound während der Fahrt in meinen Augen sehr gut gelungen. Ja, bei den Brems- und bei den Startmanövern hätte ich mir allerdings noch ein paar spannendere Sequenzen gewünscht. So sind die Brems- und Startmanöver soundtechnisch doch relativ unspektakulär, also nicht schlecht, aber sind jetzt für mich auch keine Highlights. Und bei dem Preis erwarte ich aber einfach ein paar Highlights beim Sound und ja, da fehlt mir einfach noch so der gewisse Kick, das gewisse Extra. So, liebe Modellbahnfreunde, kommen wir zum Fazit zum nagelneuen Märklin SBB Girono, dem Topmodell von Märklin im Jahr 2023. Dazu habe ich hier nochmal eine Pro- und Kontraliste aufbereitet und von dieser möchte ich jetzt nochmal die wichtigsten Punkte hervorgreifen. Wie ihr ja zu Beginn direkt gemerkt habt, hat mich optisch der lange Kratzer an der Front des einen Endwagens ja schon sehr ernüchtert. Das darf in meinen Augen bei einem neuen Modell mit diesem Preisniveau von 839 Euro einfach nicht sein. Aber ansonsten sieht der Zug richtig, richtig gut aus. Insbesondere die seitlichen beleuchteten Displays sind ein richtiger Hingucker und werten das Modell im Vergleich zu anderen Modellen und Hochgeschwindigkeitszügen extrem auf. Weiterhin fällt positiv auf, dass das Gewicht des Zuges der Gesamtkonstruktion sehr hoch ist und es dadurch eine sehr gute Fahrstabilität und Fahrsicherheit hat. Auch das Anfahrverhalten war für Märklin-Verhältnisse wirklich hervorragend und sehr sanft. Die finale Zugkraft werden wir allerdings erst beurteilen können, wenn alle Ergänzungswagen auf den Markt gekommen sind, denn die Grundgarnitur mit 5 Wagen insgesamt ist ja sehr kurz und damit einfach kein Gradmesser, um die Zugkraft fair beurteilen zu können. Hierzu wird es von mir auf jeden Fall ein Update geben, sobald die Ergänzungswagen auf den Markt gekommen sind. Ja, was ich mir bei dem Preisniveau noch gewünscht hätte, wäre eine mehrfarbige Inneneinrichtung. Bei dem Modell ist die Inneneinrichtung ja komplett im dunklen Grau gehalten, also völlig einfarbig. Und ein paar Akzente im Bereich der Kopfstützen, wie auch im realen Zug, wären da schon nochmal schöne Highlights, die man hätte machen können. Der mit Abstand größte Kritikpunkt für mich bei dem SBB Girono ist aber der aufgerufene Preis von 839 Euro für die fünfteilige Grundeinheit. Für den kompletten Zug wird man etwa 1700 Euro hinlegen müssen und ja, für mich ist es einfach auch für Modellbahnverhältnisse einfach extrem hoch angesetzt. Mir fällt es wirklich extrem schwer, den hohen Preis so nachzuvollziehen. Ich habe mir schon mal ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass der Hauptmarkt für das Modell in der Schweiz ist und die dort lebenden Kunden einfach ein deutlich höheres Lohnniveau haben als zum Beispiel in Deutschland oder Österreich lebende Menschen. Aber das ist jetzt eine reine Vermutung von mir. Wie gesagt, mir fällt es einfach schwer, die UVP so nachzuvollziehen. Insgesamt gefällt mir das Modell aber grundsätzlich sehr gut und ich kann das Modell Fans der Epoche 6 und Fans in Hochgeschwindigkeitszügen wirklich empfehlen. Vielleicht habt ihr auch etwas mehr Glück mit der Lackqualität als ich bei meinem Modell. Ich möchte es allerdings nur empfehlen, wenn ihr es mit einem Rabatt von mindestens 15 oder 20% kauft, weil ansonsten ist die UVP einfach drastisch zu hoch. So, liebe Modellbahnfreunde, das waren meine ersten Eindrücke zum Märklin SBB Girono. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet einige Informationen für euch mitnehmen. Falls ja, dann lasst doch bitte ein Abo da. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Arbeit damit unterstützen würdet. Vielen Dank und bis zum nächsten Video. Euer Micha. Ciao, ciao.